Wissen wir, du möchtest mich genau beschäftigen mit der New York Community Bank. Ihr werdet es wahrscheinlich noch nicht wissen, aber ich habe die gekauft und zwar für 5,50 $. Sie sind jetzt weitergefallen auf unter 5 $. Möglicherweise gibt es da jetzt große Probleme. Ich bin 24% im Minus und ich wollte jetzt der Sache hier einfach nochmal auf den Grund gehen. Barron's heute auch auf der ersten Seite: New York Community Banks Problems worsen with it. Moody's Downgrade. Moody's hat die Bank jetzt abgewertet oder ihr Fremdkapital quasi auf Junk-Niveau. Und da habe ich mir wieder gedacht, ist das hier die einzige Bank, die jetzt hier irgendwie Probleme hat, weil sie Rückstellungen bilden musste? Und ist das gerechtfertigt oder nicht? Und der Sache versuche ich jetzt hier in diesem Video auf den Grund zu gehen, vielleicht euch auch zu helfen, über eine Entscheidung zu treffen, kaufen oder nicht kaufen. Risiko ist definitiv hoch. Das ist natürlich keine Anlageberatung. Ich bin kein Bankexperte, aber ich denke, ich kann euch ein paar interessante Sachen zeigen. Los geht's. Da schauen wir erstmal rein, was ist hier überhaupt passiert und warum gibt es die Probleme. Übrigens im Moment plus 3%, heute 4,34 $ plus 3%. Jetzt geht es nach oben. Kleiner Spaß, es ist im Moment 8 Uhr. Ich habe natürlich jetzt versucht, hier erstmal über Guru-Fokus, über die Bilanz oder hier über die Übersichtsseite zur Aktie rauszufinden, okay, wo könnte das Risiko liegen, die mit anderen Banken zu vergleichen. Da komme ich aber nicht weiter, weil ich kann den Revenue sehen. Und dort, wo wir sonst bei anderen Aktien hier irgendwas mit Sektoren oder so sehen, gibt es hier einfach 100% Banking Operations, bringt mir gar nichts. Also gehe ich auf die Investor Relations Seite der Bank. Und das ist jetzt, sind die Ergebnisse, die sie vorgestellt haben, zuletzt, das ist jetzt schon ein paar Tage her. Hier sind, und das ist der entscheidende Punkt, ACL, Allowance for Credit Losses. Ich sage jetzt einfach mal Rückstellung, auch wenn das vielleicht nicht der richtige Begriff ist. Die sind um 552 Millionen gestiegen. Jetzt im letzten reporteten Quartal. Wir haben ungefähr ein Eigenkapital von 10 Milliarden. Das heißt, sind 5% vom Eigenkapital. Sollte jetzt nicht ein Kursrutsch von 60% rechtfertigen. Hier schauen wir gleich nochmal rein. Was interessant ist, sie haben heute am 7. Februar die Investors Relations aktualisiert, hat aber nur 4 Seiten. Also wenn ihr mehr sehen wollt, schaut euch mal die andere an. Warum sie das jetzt getan haben, bin ich mir sicher. Ich gehe davon aus, dass sie hier nochmal auf ihre Strong Liquidity Position hinweisen wollen. Sie sagen also, sie haben 37 Milliarden Liquidität. Und ungesicherte Einlagen in Höhe von 23 Milliarden soll ja wahrscheinlich das Signal an den Markt sein, dass hier niemand sein Geld abziehen soll. Das sehe ich übrigens als größte Gefahr für die Bank. Und so war es bei der SVB, wenn hier die Leute ihr Geld abziehen, in 40% der Deposits rausgezogen werden, ist die Bank tot. Bei einer Eigenkapitalquote Tier 1, sagen wir mal, das ist ungefähr das Eigenkapital, wie gesagt, ich bin kein Bankexperte, von 10%. Und jetzt schauen wir nochmal rein, was jetzt hier überhaupt passiert ist. Also sie schreiben jetzt hier, okay, wir müssen jetzt diese 552 Milliarden Credit Losses zurückstellen. Und ich suche jetzt hier einfach im Earnings Release nach dem Wort Credit Loss. So, kleiner Tipp vielleicht, kommt man eigentlich schnell zu den entscheidenden Punkten und Stellen, weil das Thema wiederholt sich natürlich hier häufig. Zum Beispiel wiederholt sich das hier nochmal, wo nochmal beschrieben wird, was sie machen. Und wenn man etwas weiter sucht, steht hier nochmal Allowance for Credit Losses, was das bedeutet. Die sind jetzt insgesamt bei fast 1 Milliarde im Vergleich zu 619 Millionen im Vorquartal. Und später beschreiben sie nochmal, warum sie diese gebildet haben. Sie sehen nämlich Weakness im Office-Sektor. Sie haben ja Büromobilien vermietet. Da schauen wir gleich mal, welcher Betrag dort überhaupt an Krediten vergeben wurde im Office-Sektor und Multifamily-Portfolio. Das sind die entscheidenden Sachen. Dort sehen Sie also Risiken, mögliche Kreditausfälle in Zukunft und deswegen haben Sie jetzt hier quasi ihre Rückstellungen erhöht. Und hier schreiben Sie sogar, warum Sie das konkret getan haben. Und es geht hier eigentlich um zwei Kredite. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, es geht hier nochmal konkret um einen Charge off from an Office Loan, also um einen Office-Kredit. Das ist das, was die Bank selber beschreibt. Und wenn wir jetzt hier in die Präsentation gehen, zu den Quartalsergebnissen, können wir jetzt hier eben nochmal schauen. Also sie sind jetzt
von den Assets her über 100 Milliarden und haben ungefähr ein Eigenkapital von 10 Milliarden. Und um noch ein paar Zahlen zu nennen, sie haben jetzt eine Market Cap von 3 Milliarden. Das heißt auch, Price to Book ist im Moment bei 0,29 wirklich niedrig. Und was jetzt interessant ist, erstmal Multifamily Loan Portfolio, das ist groß. Das liegt bei 37 Milliarden. Das sind verschiedene Sachen. Wir haben hier ein Average LTV von 61%. Für mich als Laie ist das gut, wahrscheinlich als Vergleichskennzahl nicht sehr gut. Und was bedeutet das? Ist hier ganz klein geschrieben: LTV is calculated by dividing the most recent appraised value by the current loan amount. Also wenn ich quasi ein Gebäude habe, wo ich sage, das ist 1 Million wert und ich habe 600.000 Kredit hier als Bank vergeben, dann ist die Differenz ja so ein bisschen die Sicherheit. Und das ist hier mal so grob gesagt mit den 61% gemeint. Also Multifamily Loan Portfolio ist groß mit 37 Milliarden und Commercial Real Estate und ADC, also die Abkürzung hier CRE steht für Commercial Real Estate und ADC steht für Kredite, die eigentlich hier ein bisschen riskanter sind, denn da geht es um Real Estate Acquisition, Development and Construction. Also die Phase, bevor zum Beispiel Mieteinnahmen erzielt werden können, das gehört jetzt hier auch mit dazu. Und das sind insgesamt nur 13 Milliarden und der Office-Bereich macht 3,4 Milliarden aus. Das heißt, selbst wenn Sie 3,4 Milliarden jetzt komplett abschreiben und das vom Eigenkapital abziehen, sind noch 7 Milliarden übrig. Da würde natürlich die Eigenkapitalquote sinken, eben auf 7%. Das wäre auch nicht gut. Aber das Office-Thema ist hier nicht das ganz Große, sondern ich denke, am größten ist hier das Multifamily Loan Portfolio, was jetzt hier möglicherweise zu Problemen führen könnte. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich google jetzt einfach mal dieses Thema CRE, also Commercial Real Estate. Wie ist das bei anderen Banken? Da finde ich ja erstmal von S&P Global High Volatile Commercial Real Estate Lending Slides. Das ist aber schon ein Artikel von Mitte 23. Übrigens, High Volatility sind genau eben diese Kredite, wo noch meistens was im Bau ist und solche Themen. Und hier ist es mal absteigend sortiert. Hier sehen wir verschiedene Banken und die Quote im Verhältnis zu den Assets macht hier mal 17%, macht hier mal 10% aus. Es gibt ja auch andere Banken, wie eben zum Beispiel Prosperity Bank Shares und Live-Oak Bank Shares, die da eine recht hohe Quote haben. Schaue ich mir die Kurse an von Live-Oak Bank Shares und dachte, jetzt heute, okay, die sind bestimmt mit abgestürzt und Chartbild vom letzten Jahr, ja, schön gestiegen, 84% über dem Low. Und genauso bei PB, Prosperity Bank Shares, die sind auch am Ende zwar nur 24% über dem Tief, aber jetzt nicht hier extrem abgestürzt. Und dann hat mich meine Google-Suche, und zwar hatte ich gesucht Commercial Real Estate und ADC, hier zu einer sehr interessanten Seite geführt, bankrackdata.com, schreibe ich mal mit oder den Link direkt mache ich mit in die Video Beschreibung rein, denn hier können wir jetzt die ganzen amerikanischen Banken sehen, und zwar die Ratio von CRE Loans, das heißt Commercial Real Estate Loans Kredite im Verhältnis zu Total Assets bzw. zu Tier 1. Tier 1 können wir jetzt einfach mal als Eigenkapital sagen, ist nicht ganz richtig, aber macht nichts. Und wenn wir jetzt hier sortieren, die höchste Ratio hat erstmal Valley National Bank und dann kommt schon NYCB. Flagstar Bank. Flagstar Bank ist quasi ein Markenname, den NYCB mit nutzt, aber das ist unsere Bank, über die wir hier reden. Die haben 116 Milliarden Assets, das wissen wir. Die haben 10 Milliarden Eigenkapital Tier 1, das wissen wir. Und die CRE Loans betragen 48 Milliarden. Das heißt, die Quote von CRE Loans zu Tier 1 ist hier 470% und damit sind sie extrem hoch. Ich kann mir jetzt gleich hier nochmal anschauen, die Bank mit der mit Abstand höchsten Ratio, ist die jetzt abgestürzt? Heute minus 2%. Ja, und ansonsten schauen wir mal auf die letzten 3 Jahre. Tiefe Kurse, aber nicht so abgestürzt wie die NYCB. Und die Ratio geht weiter nach unten. Wir können hier an den Assets sehen, das andere sind wirklich kleinere Banken. Richtig groß wird es dann hier ein bisschen bei Santander, Citizens Bank und
Die größte dann hier zum Beispiel ist Wells Fargo. Die hat eine Quote von 87%. Das heißt, die hat 140 Milliarden dort an Kreditvolumen, hat aber ein Eigenkapital von 158 Milliarden. Und so setze ich dann hier weiter fort. Den Link schreibe ich euch hier also nochmal mit rein. Für mich hat die Recherche jetzt hier ergeben, dass die New York Community Bank Corp zwar sehr exponiert ist bei dem Thema Kredite, also CREs, Commercial Real Estate, aber es gibt auch andere kleine Banken, die dort exponiert sind. Wahrscheinlich jede Bank hat mehr oder weniger natürlich Immobilienkredite vergeben, ob jetzt im Office-Bereich oder für private Häuser, die möglicherweise auch überbewertet sind. Ich sehe hier also die Marktreaktion als übertrieben an, was aber nicht heißt, dass nicht hier ein sehr hohes Risiko vorhanden ist. Ich sehe hier ein sehr hohes Risiko, weil die Bank jetzt extrem im Fokus steht. Wenn jetzt dort die Leute ihre Deposits abziehen, ihre Einlagen, dann kann es hier über Nacht zumindest zu einem Totalverlust für die Aktionäre führen. Ich habe die Aktie ja noch, muss dann sehen, ob das ein guter oder schlechter Kauf war. Es könnte ein Totalverlust werden. Es könnte aber auch in einem Jahr doppelt so hohe Kurse geben. Man kann es nicht wissen. Es bleibt jetzt hier spannend bei der New York Community Bank Corp. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Schaut mal, ob ihr Mitglied werden wollt, ob ihr einen interessanten Link in meiner Videobeschreibung findet. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.